Jeden Abend erwarte ich ihn nach der Arbeit, lasse ihn mir gegenüber sitzen, wir essen. Es kommt der Augenblick, da er seine Schuld begleichen muss und ich sage ihm, erzähle. Und jeden Abend führt mich Sorbas in Griechenland, in Bulgarien, in Konstantinopel spazieren. Ich schließe meine Augen und sehe. Als wir uns gestern vor die Baracke setzten, er vor sich ein Glas Wein, fragt er mich bestürzt, was hat es wohl mit diesem roten Wasser auf sich, Seth? Aus einem Stück Holz kommen Knospen. Später hängen einige saure Kinkerlitzchen daran. Die Zeit vergeht, die Sonne kommt, sie macht das ganze Zeug süß und wir nennen es Weintrauben. Wir pressen sie, holen den Saft heraus und füllen ihn in Fässer. Er gärt von ganz allein. Im Oktober, am Tage des heiligen Georg des Trunkenbolds, öffnen wir die Fässer und es fließt Wein heraus. Was für ein Wunder! Man trinkt diesen roten Saft und die Seele wird so groß, dass sie in diesem elenden Körper gar keinen Platz mehr hat und den lieben Gott zum Zweikampf herausfordert. Was ist das? Sprich!